Hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe in der letzten Folge ja wie gesagt noch ein paar Anpassungen gemacht, habe die Waffen durchgeschaut, was ich alles kaufen kann und so weiter und so fort. Und bevor ich jetzt nach Hause gefahren bin, was ich eigentlich machen wollte offline, habe ich noch bemerkt oder gesehen im gleichen Video, wo ich das Kassenfenster gefunden habe. Also hier beim Hafen hier, dieses Symbol hat vom Cyberpunk Edge Runner Anime. Und hier kann man offensichtlich was Spannendes finden. Braindance abspielen. BD Headset. Speichern mal kurz und dann gehen wir da rein. Oh, interesting. System best. Freak sporting military great eyes. Meaning that our tech isn't. Get to it! Die David Martinez ignoriert hat. Machst du denselben? Fail. What in the fuck? Boah, was für ein geiles Easter Egg. Holy shit. Over the edge. The NCPD advises those traveling beyond official police jurisdiction. Was, der funktioniert manchmal echt. Schreibe Muammar El Capitan Reyes eine Nachricht,
und befrage ihn nach David Martinez. Irgendjemand verteilt XBDs in der Stadt mit Cyber Psychos in der Hauptrolle? Was ist denn das? Für eine abgefuckte Scheiße. Und diese Warnung am Ende. Sowas Seltsames habe ich schon länger nicht gesehen. Der einzige Hinweis, der Name am Ende, David Martinez, klingt nach einem ziemlichen Stuhlkopf. Sehr sympathisch. Okay, nice. Wie geil das war. Für die, die vielleicht nicht wissen, wer David Martinez ist und was das Symbol hier bedeutet. Das ist eben aus dem Cyberpunk Edge Runner Anime, den es auf Netflix gibt. Und David Martinez ist da der Hauptcharakter, der nach dem... Okay, ja, ich will jetzt nicht allzu viel verraten, aber auf jeden Fall hat er einen Sandevistan in seinen Körper einbauen lassen. Ist also sehr hohe Cyberware, die ihn dann am Schluss auch ein bisschen zu einem Cyberpsycho gemacht hat. Und auf das soll das Ganze hier anspielen. Ich find's ziemlich geil, dass CDPR Red, glaube ich bei Update 2.0 oder schon früher, diese Easter Eggs eingebaut hat vom Cyberpunk Edgerunner Anime, der ziemlich cool ist. Falls ihr also Netflix habt und Animes gerne schaut, kann ich das gerne empfehlen. Hey Muammar, ich habe einen seltsamen XPD in der Stadt gefunden. Da erledigt Maxtag einen Cyberpsycho unter dem riesigen Hologoldfisch. Und am Ende der Aufnahme steht der Name David Martinez. Sagt dir das was? Ziehst du dir jeden abgefuckten XPD rein, den du in irgendeinem Mülleimer findest? Hey, ich verstehe das schon, Mann. Ist ja neugierig, aber ganz schön mutig. Aber ja, das mit dem Cyberpsycho-Angriff kommt mir bekannt vor. Aber ich weiß nicht viel darüber. War ein ziemliches Chaos, was Martinez angeht. Joom, was für eine Scheißfrage. Klar, sag mir der Name was. Der Junge kam aus Santa, so wie ich. Hat sich aus dem Nichts hochgearbeitet und nie zurückgeschaut. In kürzester Zeit hing der im Afterlife rum. Jeder Babypunk mit großen Träumen wollte in seine Crew. Bis vor einem Jahr, als David ins Wespennest gestochen hat. Wieso? Willst du seinem Fanclub beitreten? Dir dein Chrom singen lassen? Ich habe wohl was verpasst, als ich in Atlanta war. Wenn der Typ so eine Legende ist, warum redet denn keiner über ihn? Irgendwie sowas kannst du ihn für mich finden. Schwer zu sagen, aber ich höre mich mal um und melde mich wieder. Schön. Hauptsache, ich habe in der letzten Folge gesagt, wir müssten mal unsere ganzen Missionen und das Schulrudel aufräumen, da wirklich unglaublich viel da drin ist. Ich kann es euch kurz mal zeigen. 17 Missionen. Und 3 Cyberpsychos. Junge. Und jetzt kommt noch mehr dazu mit Over the Edge. Oh Mann. Naja. Aber wie gesagt, ziemlich nice. War auch mein allererster Anime, den ich geschaut habe. Und ich war begeistert. Vor allem, wenn man Cyberpunk kennt. Also das Spiel hier, Cyberpunk 2077 kennt, kann man sehr viel mit dem Anime in Verbindung bringen, was ziemlich cool ist, wie ich finde. Man kennt auch die ganzen Schauplätze und andere Dinge. Hat irgendwie was. Ich glaube, wenn ich da richtig bin, sollte glaube ich auch irgendwann eine Fortsetzung kommen, also die zweite Staffel. Und darauf würde ich mich nicht sehen. Bin gespannt, was da kommen wird und wie es weitergeht. Aber wie gesagt, ich
möchte jetzt kurz nach Hause fahren. In der Hoffnung, dass ich das irgendwie mit Nebels hinkriege. Dass wir endlich die Katze bei uns zu Hause haben. Denn die ist ziemlich süß, wie ich finde. Wir sind falsch. Das ist ein Apartment, das man kaufen kann, nicht voll Idiot. Deine Apartments. Shit. Da oben. Ja komm, wir sind schon mal hier. Können wir kurz mal schauen, wie toll das ist. Wenn wir haben 200.000. If anything, you can take your shit back and force it on someone else. Now fuck off! Fuck you off. Security am Arsch. Ah, nein, sorry. Wer zum Teufel bist du? Suri Zivilis. Wieso hat der einen Namen? Und wo kann man jetzt hier das Apartment kaufen? Junge, lass ihn! Ah, hier drin. Schöne Gegend, abgesehen, dass da vorne eine zusammengeschlagen wird. 80.000. 195.000. Ja, komm. Speichern. Neue Zugangskarte. Neues Versteck freigeschaltet. Es bringt zwar die ganzen Pläne durcheinander. Komm, why not? Wir haben das Geld. Ich bin gespannt. Ich habe bisher noch keine Apartments gesehen. Von innen. Zumindest. Im alten Spielstand, den ich hatte. Von daher mal schauen, wie es aussieht. Hinaus, nächste Gegner. Ja. Apartment in the Glen gemietet. Tradition trifft auf Moderne. Eine Designerloft mit unschlagbarer Aussicht. Boah. Okay. Ist ein Step Up. Ist ein Step Up. Auf jeden Fall. Vom Mehrgebäude 10. Okay, das ist die gleiche Wand sozusagen. Aber einladen können wir hier nicht. Nichts. Wenn ich das sehe. Ein Aquarium. Ein Edge Runner Poster. Was für eine Schaltzentrale haben wir denn hier? Nachrichten. Bezahlt oder ein Kopf explodiert. Na gut. Ne, Kettenmail, das lese ich jetzt mal nicht vor. Naja, schlechtes Wetter draußen gerade, aber könnte, glaube ich, ziemlich nice aussehen. Hier oben einfach ein Bücherregal. Guide to the Net. Clyde Johnson. Die Statue, die kennt man auch. Wenn man sich mit Cyberpunk beschäftigt hat. Das ist irgendwie so ein JRPG, glaube ich, nennt man das. Irgendwie so ein Rätsel, das über mehrere Jahre nicht herausgefunden wurde. Und auch
in The Witcher vorkam und jetzt hat man es, glaube ich, herausgefunden, was das genau bedeutet, dieses FF06B5. Könnten wir vielleicht auch mal anschauen, wie ich das nochmals finde. Boah. In a city tingling with desire, Watson Horn. New episodes every Wednesday at 10. Only on WNS. Okay, schauen wir uns vielleicht nachher kurz mal an. Ich will das Apartment noch ein bisschen genauer anschauen. Ein Billardtisch. Nice. Alter, das ist ein mega Step Up. Sehr cool. Boah. Ich muss sagen, die 80.000 haben sich gelohnt. Ich hoffe einfach nicht, dass wir das nur gemietet haben, weil hieß ja gemietet für 80.000. Naja, soll das schon ein bisschen mehr sein? Kaffeekuchen. Man sieht, sie haben sich bei diesen Apartments offensichtlich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Kann sehr viel mehr interagieren und stuff. Ein Boxsack. Road Race haben wir auch, einen Automaten. Und dann noch einen zweiten Stock. In unserem Bett. Ein ewiger Krieg. Unser Kleiderschrank. Nochmal. Okay. Okay. Erstmal eine Dusche nehmen. Tut das. Das tat gut. Na gut, die Gesichtsausdrücke sind jetzt so lala. Okay, hier funktioniert das ja nicht so gut. Unser Kleiderschrank. Ich verstehe nicht ganz, was die ganzen Helme sollen. Ich meine, die habe ich nicht im Inventar und... eigentlich nirgends untergebracht. Aber man kann auf jeden Fall, also man kann mit mehr Sachen interagieren, zwar, aber wir können nicht auf unser Lager zugreifen, wenn ich das so richtig sehe. Oder ist es ein Bug? Ich weiß nicht. Was ist das hier? Schlechter Kühlschrank. Die Aussicht lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind hier im 12. Stock. Da
auch wenn das Wetter beschissen ist gerade. Man könnte hier mit Aktien handeln. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie oder wann man das am besten machen soll. Ich habe einen Mod dazu. Komisch, dass man hier nicht aufs Lager zugreifen kann. Das irgendwie nicht. Ah, okay. Da unten. Die ganzen Helme sind hier auch nicht drin. Das ist weird. Echt weird. Wirklich weird. Sind alles ikonische Waffen außer das hier? Die muss ich dann rausnehmen, wenn ich die auch einsetzen kann. Die habe ich selber, glaube ich, hergestellt. Oder? Ne, die hier. Die Psalm. Problem solver, dann lege ich auch mal einfach hier rein. Die können wir nicht abgeben, das ist glaube ich ein Quest-Gegenstand. Lass mal kurz schauen. Okay, das ist jetzt doof. Was sind das für komische Schuhe? Okay, deshalb geht's nicht. Die Tastatur ist wieder vertauscht. Also, nicht die Tastatur. Ich meine, Tastenbelegung von Schweiz auf Englisch. Kann man alles machen? Cap, nice, Police.
Okay, die Weste braucht man jetzt nicht unbedingt. Astronautenanzug. Das geht auch klar. Die Mütze geht auch klar. Ja. Ach so. Ah gut, ich würde sagen, ich schau mir das ganze Zeugs zwischen den Folgen nochmals an. Ich möchte den Schrank kurz ein bisschen auffüllen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch wahrscheinlich jetzt ein bisschen gelangweilt damit. Hätte ich auch rausschneiden können. Aber gut. Mein Fehler. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Got it. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.